Der Kuchen schmeckt so lecker. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute backen wir zusammen. Wir machen heute zusammen diesen leckeren Schoko-Nusskuchen. Ich habe jetzt hier so eine Kugelform benutzt, weil ich das einfach immer total schön finde. Aber ihr könnt auch eine ganz normale Form benutzen. Und ich finde, dieser Kuchen passt super in die Weihnachtszeit. Wir haben ja heute den 3. Advent. Ihr seht das Video erst morgen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und mit dem Rezept. Und natürlich auch viel Spaß beim Nachmachen. Auf geht's! Für den Kuchen brauchen wir 150 Gramm Mehl, 6 Eier, 170 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm geraspelte Vollmilchschokolade, eine Prise Salz, ein Päckchen Backpulver, 200 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Als erstes gebt ihr die Butter in eine große Schüssel, diese sollte weich sein. Dann gebt ihr den Zucker hinzu, die Prise Salz und dann auch noch die 6 Eier. Und jetzt könnt ihr das Ganze mit einem Handrührgerät schaumig schlagen, und zwar ungefähr 5 Minuten lang. Jetzt kommen die trockenen Zutaten hinzu, und zwar das Mehl und das Backpulver. Und dann wieder mit dem Handrührgerät schön durchmischen das Ganze. Und mit einem Teigschaber könnt ihr die Seiten auch so ein bisschen sauber machen, da bleibt ganz schön viel hängen. Und jetzt kommen noch die gemahlenen Haselnüsse dazu und auch die geraspelte Vollmilchschokolade. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal kurz mischen mit dem Handrührgerät. Nicht zu lange, aber auf jeden Fall schon mal als Basis. Und danach könnt ihr euch den Teigschaber nehmen und das Ganze schön nochmal sauber machen, die Ränder, und nochmal hier alles schön gut durchmischen. Jetzt kann der Teig endlich in die Form. Ich habe jetzt hier eine Gugelhupfform genommen und habe die vorher ausgefettet mit Butter und ein bisschen Mehl, damit daran nichts klebt am Schluss. Und dann kommt der Kuchen in den Ofen, und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 50 bis 55 Minuten. Der Kuchen ist fertig und darf jetzt mindestens 20 Minuten auskühlen, und anschließend könnt ihr ihn aus der Form nehmen. Bei diesem Prozess habe ich immer total Angst, dass irgendwas kleben bleibt oder schief läuft, aber alles gut gegangen hierbei, Gott sei Dank. Und danach könnt ihr einfach Puderzucker auf den Kuchen geben. Ihr könnt auch eine Schokoglasur machen, wenn ihr Lust habt, aber ich habe jetzt hier einfach nur Puderzucker genommen. Und dann könnt ihr den Kuchen anschneiden, und er ist einfach super fluffig, super lecker, schokoladig und nussig. Einfach perfekt. Guten Appetit und viel Spaß beim Backen. So, meine Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und abonniert auch diesen Kanal. Hier gibt es jeden Montag ein neues Rezept. Und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Kochen mit Melody. Wenn ihr jetzt Lust habt, mich noch etwas öfters zu sehen hier auf YouTube, dann besucht gerne auch meinen zweiten YouTube-Kanal, der heißt Einfach Melody, und da gibt es ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel Fashion Hauls, DM Hauls und ganz viele Mama-Themen. Also schaut gerne mal dort vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche. Hoffentlich sehen wir uns hier nächsten Montag wieder. Bis dahin und tschüss.